Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 hier auf der Map Südhämmern. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir hier gemeinsam zuschauen willst, wie wir jetzt erstmal ein bisschen Stroh in unseren... Nein, nicht, was sich darauf reimt. Das hast du jetzt gerade falsch verstanden. Dass wir jetzt ein bisschen Stroh in unsere Hallen reinfahren. Gerät wechseln. Da wird auch direkt ein bisschen Mischfutter bekommen. Und dann ernten wir noch ein bisschen Gras. Das können wir dann silieren. Und dann haben wir schon mal die Kühe. Also dann haben wir wunderschönes Futter für die Kühe schon mal. Das ist schon mal hervorragend. Ich weiß gar nicht, ob wir woanders für noch Stroh brauchen können. Wir haben doch so komische andere Gerätschaften noch bei uns auf dem Hof rumstehen. Ich habe so irgendwie den Eindruck, dass die auch noch für irgendwas gut sind. Aber das hier ist eine von vier Folgen Garderol direkt. Dank unserer fantastischen Unterstützer auf Tippi. Ihr könnt übrigens auch, da bin ich gar nicht böse, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich will eigentlich nur die Videos schauen, wo Garderol dann, das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wo Garderol dann wirklich nur über den LS spricht und so weiter, könnt ihr auch gerne reinschreiben, wenn das so sein sollte. Dann könnt ihr auch anhand des Videotitels sehen, das ist jetzt eine Direktfolge. Wenn ihr das nicht mögt, dann schaut einfach ein anderes Video in meinem Kanal, würde ich mich freuen. Oder bei einem meiner geschätzten Kollegen. So. Und wenn wir nämlich mit dem Stroh noch irgendwas anderes anstellen können, würde ich das auch mal gerne testen. So. Jetzt geht es aber weiter mit... Ja, letzte Folge habe ich über den Kommentar von Manuel D. gesprochen. Das Video beginnt bei Minute 3:52 und dem Thema... Ich moderiere am Anfang sehr schnell, damit die Leute... Und dieser Kommentar hat mich drauf gebracht, weil der Kommentar scheint ja zu suggerieren, Leute, ihr könnt erstmal skippen, am Anfang labert der Typ nur. Ne? Und so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker. So, der Skycastle 17 schreibt... Hey Garderol, ich würde mich mal freuen, wenn du ein Tutorial machst, wie man Cosplay installiert und was man damit machen kann. Wäre schön, bei mir funktioniert das nämlich nicht. Vielen Dank. Und dem habe ich dann auch direkt geantwortet mit dem Videolink, denn wenn ihr bei YouTube in meinem Kanal danach sucht, werdet ihr sehr, sehr schnell fündig werden, dass ich da nicht nur sehr viele Tutorials dazu gemacht habe, sondern natürlich auch in den Folgen erkläre ich das immer wieder. Also gerne hier dranbleiben. Ich werde dann auch demnächst nochmal wieder mit Cosplay auch hier was machen, weil du dann gucken kannst, wie das funktioniert und wie man das installiert. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das ist ja noch nicht die Release-Version. Ich habe auch gerade nicht die neueste Version. Ich habe gerade Version 136.5.01 Dev am Donnerstag hier oben. Ne? Das lasse ich jetzt erstmal drin, damit ihr mal wisst, warum ich auf eure Kommentare nicht antworte. Und nicht darauf reagieren kann, weil dieses Video habe ich schon lange aufgenommen, als ihr euren Kommentar geschrieben habt. Seht ihr jetzt. So. Jetzt haben wir da Stroh da drin. Jetzt überlege ich gerade. Jetzt müssen wir mal eben einmal abtanken. Ja, und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, dass wir mit Cosplay die ein oder andere Sache nochmal machen. Und hier brauchen wir mal eben kurz Allrad. Das ist übrigens der Mod Drive Control. Alles zu finden auf Modhoster, dem Modhoster meines Vertrauens. Nicht Modhoster. Das ist was anderes. So. Wo ist denn... Da ist er. Ja, ich glaube, ich hole mal noch ein bisschen Stroh. Haben wir natürlich jetzt völlig umsonst das auf dem anderen Feld gemacht. Paddy Games schreibt, alter Internetausdrucker. Ja, genau. Ich hatte ja in der letzten Folge anheimgestellt, dass ich mir die Bedienungsanleitung ausgedruckt habe zu der Map, weil die wirklich sehr komplex ist. Und das mag ich übrigens auch hier dran. Ja, das ist halt so ein bisschen... Wir können hier so ein bisschen Factorios-Teil machen. Wie geil ist das denn? Wenn erstmal alles läuft, wenn wir dir... Hier haben wir ja auch einen Anreiz, dass wir die Produkte weiterverarbeiten. Der Josh Pro 1000 möchte wissen, wie machst du den Garda-Pfeil? Lieber Josh Pro 1000, das ist ganz einfach. Auf der Tastatur die Alt-Taste gedrückt lassen, auf den Nummernblock die Taste 1 und 6 ineinander tasten, loslassen, fertig. Der sogenannte Alt-ASCII-Code. Ganz einfach. So. Sven Mark schreibt, hallo Garda, erstmal wieder ein schönes Video und zu deiner Frage. Ich habe vor einem Monat den PC neu aufgesetzt und kann nachvollziehen, was du meinst. Denk doch eine ganze Reihe mit dran. Ja, ich bin immer noch nicht fertig. Wir haben heute Donnerstag, den PC habe ich bekommen am Montag oder am Samstag. Ich weiß es nicht.
Und das war, was da alles dranhängt für einen YouTuber, könnt ihr euch, glaube ich, nicht vorstellen. Es geht dann normal los mit Windows. Windows-Wechsel von Windows 7 auf Windows 10. Dann die ganze Aufnahmesoftware. Dann die Authenticator, Steam. Die Profile von eurem Mail-Programm. Die Software, wo ich andere Projekte mitmache, Programmier-Dings und sowas alles. Dann die ganzen Aufnahmegeräte wieder einrichten, dass die Lautsprecherkonfiguration funktioniert, dass auch aufgenommen wird. Die Codecs wieder neu drauf, dann die Schnittsoftware wieder neu drauf, die ganzen Einstellungen rüberziehen. Das Netzwerk, wir haben ja hier riesen nass, wenn ihr das sehen wollt. Auf tippi.com/garderol, dank denen übrigens es dieses Video hier auch gibt. Da gibt es ein tolles Video dazu. Gibt es ein tolles Video mit einer Studiotour, wo ich mal ein bisschen zeige, welche Technik hier eigentlich im Hintergrund dahinter steckt, um die Videos so zu produzieren, wie sie bei euch ankommen. Studiotour 2.0 heißt also Garderol Studiotour 2.0, solltet ihr das eigentlich finden können. Ich denke gerade darüber nach, hier in neue, größere Kipper zu investieren, ganz ehrlich. Und also danke fürs Mitfühlen. Und der MB-Track Power schreibt: Hallo, ich schaue fast alle Videos seit dem LS11 und wie du am Anfang gesagt hast, sind einige Dinge wie früher gespielt und wurden verloren gegangen. Ich finde deine Videos auch heute noch sehr gut, weil du nur das machst, was dir Spaß macht. Das ist richtig. Das Einzige, was ich vermisse, sind die LS-Multiplayer-Videos mit Six und Lukas. Die waren immer super. Es wäre toll, wenn es sowas in die Richtung wieder geben würde, aber nur, wenn es dir auch Spaß macht. Also, ja, macht mir Spaß. Es gab auch Multiplayer-Videos zum LS17. Ne? Aber was ich da interessant fand, ist, dass die wirklich nicht gut angekommen sind. Und zwar wirklich nicht gut. Also gut, die wurden zwar geschaut, die wurden zwar geklickt, aber die waren... Was ich echt erstaunlich finde, weil wir hatten ein tolles, tolles Team mit Wusel und mit Basel und mit Yankee im Social Media Center und im Heini. Das ist ein wirklich tolles, tolles Team, wo wir viel Spaß hatten im Multiplayer. Und irgendwie... Irgendwas war damit. Halt! Moment. Ich wollte gucken, wo habe ich denn meine Anleitung hier? Immer hier an diesen Bergsachen suchen. Ah! Aua! So. Und zwar hatten wir doch hier ein Treibstoffproduktionsdings, habe ich das getauft, obwohl es keins ist. Flüssig-Kompostmaster, Miststrohgras und Treibstoff anliefern. Und. Aha. Ich glaube, ich packe das nochmal hier rein. Machen wir später. Ja, und warum? Hä? Kann er nicht? Der nimmt nicht mehr. Mhm. Also aufhören, Stroh zu sammeln, weil er nimmt nicht mehr. Was ich mich halt gefragt habe, ist, wie kommt denn das? Liegt das an der Zusammenstellung? Haben wir das einfach nicht richtig, ich sag ich mal, beworben, darauf hingewiesen, dass wir diese Videos machen, dass es Multiplayer-Videos gibt, so, weißt du? Und es ist aber auch so, dass ich sagen muss, wenn ich sehe, anhand eurer Reaktionen darauf, dass da kein Interesse dran besteht, also, ne, wenig Daumen drauf, wenig Kommentare, das heißt ja kein Interesse, dann, denke ich mir was anderes aus. Und zwar in dem Fall halt Nikolonia, beziehungsweise das Conquest-Projekt fortzuführen. Und ob das jetzt richtig war oder nicht, weiß ich nicht. Jetzt machen wir erstmal Silage. Der Dubstep 12 schreibt: Schön, dich wiederzusehen im LS17. Ich bin ehrlich, das Projekt Nikolonia hat mich schon längere Zeit nicht mehr interessiert. Darum freut es mich jetzt noch mehr, dass du was Neues machst und dann gleich auch noch Südhämmern. Besser kann es nicht sein. Kleiner Tipp, kostenloses Wasser bekommst du am roten Hydrant gegenüber der Tankstelle. Was mich interessieren würde, warum hat dich Nikolonia nicht mehr interessiert. Nicht so nach dem Motto, mimimi, dir muss das ja alles Spaß machen oder so, sondern einfach, weil ich gerne wissen würde. Ich meine, ihr macht das ja für euch. Ich ziehe euch immer, seht ihr auch hier wieder, ich ziehe euch immer als Community mit rein. Also ihr mitgehangen, mitgefangen, ihr seid da, ihr steckt da mit drin. Ihr steckt da mit drin. Da kommt ihr nicht mehr raus mit der Nummer. Und deswegen würde ich natürlich auch gerne wissen, wie kommt denn das? Was stimmt denn da nicht? Was war denn da? Und deswegen gerne nicht immer nur schreiben, nur so, sondern auch ganz klar vielleicht dann auch schreiben, ja, aber warum denn?
Und sowas halt. Pro Maxi fragt, gehen die alten Projekte weiter? Im Moment, wenn du mich jetzt auf der Straße treffen würdest und erkennen, was schwierig wird wahrscheinlich, und sagen wir so, hey Gala, du alte Schwarte, wie sieht's denn aus, Nikolonia, würde ich wahrscheinlich sagen, also ich würde wahrscheinlich sagen, nee. Ich glaube, wir betrachten das jetzt mal hier wirklich als Schnitt und sagen, nein, jetzt ist gut und fertig. So würde ich das jetzt machen. Dann lieber fällt auf einer anderen Map. Nikolonia haben wir vorgestellt. Wir haben die ja auch benutzt, um den Kuhn-DLC zu zeigen. Da habe ich ja zwei Dinge miteinander verknüpft. Ich bin ja kein Freund von diesen Runterrassel-Vorstellvideos. Ich habe das jetzt einmal wieder gemacht und das Feedback darauf mir gezeigt. Ne? Alles falsch. So im Prinzip, ne? Und deswegen bin ich kein Freund von. Mal gucken. Auf jeden Fall hier wollen wir noch den Big Bug DLC auf dieser Map hier testen. So ist es ja nicht. Aber irgendwie jetzt so Ziele setzen nach Schema F und so. Nee. Ich glaube nicht. Ich bin da Alex. Schreibt Glückwunsch zu 155.000 Abos. Vielen, vielen Dank. Und jedem einzelnen Abonnenten bin ich dankbar. Man kann sich das ja immer nie vorstellen, weil stell dir mal 155.000 Leute auf einem Haufen vor. Vor allem auf einem Haufen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Was macht der denn hier? Steht er beim Verkehr. So, ich muss mal eben hier scrollen, aber es geht nicht, während ich hier mit dem Helfer da rummache. So. Ja. Spegu63 schreibt, deine Map-Auswahl finde ich super. Da ich selber vor kurzem die Map begonnen habe, bitte weiter so. Ja, ich gebe mir Mühe. Und aber wie gesagt, gerne. Und das ist ja eine Sache, die ich auch schon angemerkt habe, auch an anderer Stelle. Feedback, immer her damit, nicht? Keine Angst haben, einfach sagen, was Sache ist und dann schauen wir mal. Komme ich hier nicht rum. Mäht er jetzt? Sammelt er ein? Der an? Jetzt sagen. Doch gewundert. So. Ja, keine Ahnung. So, wenn ich will, der hat schon. Schreibt zu Production Line. Das fand ich einen schönen Kommentar. Deswegen nehmen wir den mal rein hier. Halt, stopp. Zu diesem Video habe ich zwei Anmerkungen. Erstens. Zitat. Ich wiederhole gerne einen Satz, wenn ich nachdenke. Gegenfrage. Können wir daraus schlussfolgern, dass ich in der Regel nicht nachdenke, weil ich in der Regel alles nur einmal sage? Zweitens. Ich lese immer alle Kommentare. Es ist nicht immer leicht. Frage. Wir schauen alle Videos. Auch das ist nicht immer leicht. Ja, schönen Dank für diesen Kommentar. Herz allerliebst. Ich freue mich. So, und da kriege ich gerade schon wieder hier... Eieiei. Da muss ich gleich rangehen. Da ist wieder so eine Business-Mail gekommen. Wir sind gerade bei einem Projekt dabei, umzustellen auf Sachen, die mit E-Mail verschickt werden. Da habe ich gerade die Nachricht gekriegt, dass da irgendwas verschickt wird und ich fürchte, da ist wieder irgendwas nicht verstanden worden oder falsch gelaufen. Da muss ich also gleich mal hinterher. So, Sascha Kuhn schreibt, von wegen dem Wasser, wegen des Wassers bitte, ja. Ich bin Verfechter der Arbeitsgemeinschaft Rettet den Genitiv und deswegen bitte. Würde ich dir das Kotto Universalpack, ach schon wieder, ja, habe ich ja schon aufgegriffen, diesen Kommentar und umgesetzt. Das heißt, damit spielen wir jetzt und wirklich vom Mahu ja immer schon seit vielen Jahren auch die besten Mods. Kann man ja gar nicht meckern. So. Okay, ja, Leute. Also, das waren jetzt vier Folgen Garderol direkt am Stück. Die sind auch markiert. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht so cool fandet, wisst ihr auch demnächst, welche Videos ihr nicht schauen müsst, braucht, dürft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es dann wieder normal weiter. Freue ich mich schon drauf. Vielleicht nehme ich die auch jetzt direkt hinterher auf. Aber zwischendurch werde ich erstmal den Drescher weiterarbeiten lassen. Und hier schon mal einen Wagen wegfahren, dass wir den zweiten noch eben ranfahren können und so. Und dann sehen wir uns an der Stelle, würde ich vorschlagen, wieder. Denn Let's Play wäre ja alles am Stück. Und ich sage aber immer, ne, Playtest wollen wir machen.
Das heißt, so diese Passagen würde ich dann gerne rausnehmen. Das ist für euch interessanter. Dann könnt ihr immer ein bisschen was sehen. Dann ist ein bisschen, geht es ein bisschen voran auch. Und das ist natürlich auch ein, das seht ihr auch oben an der Zeit, immer ein deutlich höherer. Da kommt der Zug gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in der Aufnahme überhaupt hört. Macht doch mal den automatischen Motorstart aus. Schreibt hier, Calvin Turo schreibt, macht doch mal den automatischen Motorstart aus bitte und Saatgut kaufen auch. Habe ich im ersten Video zugesagt, erstmal nicht, machen wir demnächst. Das machen wir als demnächst. Mit dem Motorstart, ganz ehrlich, das haben wir jetzt schon gesehen, wie man einen Motor mit Hilfe einer Taste einschaltet. Ich sehe persönlich darin keinen Mehrwert, aber das passt ja vielleicht zum Thema realistisch spielen, wo ich ja noch auf euer Feedback warte, was ich noch nicht gelesen haben kann, denn, guck mal, da oben, Datum, ne, weißt du. So. Fahren wir hier nochmal lang. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde ich mich freuen. Und bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und warum fahre ich jetzt hier lang? Sehr merkwürdig. Also, mach's gut. Daumen hoch nicht vergessen. Und einen Kommentar, denn ich lese wie immer nach wie vor und bis to date alle eure Kommentare. Und freue mich meistens drüber. Tschüss und bis bald.